So, mein Freund. Pam! 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 Und Pam! So, das hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt muss ich irgendwie hier reinkommen und gucken, dass wir hier endlich mal weiterkommen. Aber nicht unbedacht natürlich. Nein, wir müssen... Ich würde ja noch zu allen... Warum bin ich jetzt gesprungen? Ich bin doch gar nicht gesprungen. Irgendwas ist ja merkwürdig mit der Steuerung. Da vorne ist ein Dungeon. Alter, wo sind wir denn hier bloß? Ich frage mich, ob wir immer noch in dieser... Ach, jetzt komme ich hier nicht weiter. Ich frage mich, ob der Komplex immer noch von der Mörderhöhle weitergeht hier. Ob das immer noch dazugehört und dass hier noch ein ganz neuer Abschnitt ist. Hallo! Ich lasse den mal. Aber dann ist natürlich die Frage, wie werden wir hier rauskommen? Werden wir überhaupt hier jemals rauskommen? Ah! Ach, so. Skelett-Spawner kann ich hier nicht so gut gebrauchen. Wie geil der hier auch gelegen ist. Ist das der von vorhin? Ich glaube, das ist... Nee, ist er nicht. Silber, Strings, dann können wir uns da vielleicht... Ach, den Sattel lasse ich mal hier. Dann können wir uns ja vielleicht doch einen Bogen basteln gleich. Aber ich weiß nicht, wo wir hier sind. So, nochmal ganz kurz... Soll irgendeine dämliche, der Paxnos fragt gerade, ich soll, sagt gerade, ich soll eine dämliche Geschichte erfinden und erzählen, während ich hier spiele. Aber da bin ich leider nicht so gut drin, denn alles, was ich sage, ist total authentisch. Das liegt aber auch daran, ich bin als Kind mal in der Kirche eingebrochen. Und dann bin ich aus Versehen in ein Gefäß gefallen. Das war so eine Schale, die da hing. Das war so ein Gefäß mit Weihwasser. Au. Und dieses Weihwasser, ne, da war ich voll allergisch drauf. Und dann ist meine ganze Haut verätzt und so. Und dann habe ich geschrien wie am Spieß und tralala. Und dann hat mich der Pastor rausgeholt. Und dann habe ich aus Versehen... mich so ungünstig bewegt im Arm des Pastors, dass der abgebrochen und runtergefallen ist. Also nicht der ganze Pastor, zum Glück nur der Arm. Und seitdem kann ich nur noch die Wahrheit sagen. Außer wenn ich lüge. Was manchmal passiert, zum Beispiel wenn ich Geschichten erfinden soll. Und das erinnert mich auch an so eine Sache, da war ich mal auf einer Kreuzfahrt. Ne, das war so ins Mittelmeer getingelt mit der Queen Elizabeth. Also nicht mit der Person, sondern mit dem Boot. Ne, also die Queen Elizabeth ist ein Boot, die regiert England, aber ist eigentlich hauptberuflich ein Boot. So ein Luxuskreuzer. Und mit der sind wir dann mal so aufs Mittelmeer getingelt und haben da mal so ein bisschen rumgechillt. Einfach nur mal so aus Spaß, ne, weil wir da irgendwie... Hatten wir einfach zu viel Geld und wollten das loswerden, haben wir uns einfach Tickets gekauft und immer losgefahren. Das kennt man ja auch selber, ne? Wenn man zu viel Taschengeld hat, dann fährt man eben Autoscooter und bei uns war es dann halt, naja, Yachtfahren, ist ja klar. Das muss man einfach so machen. Scheiße, ich will da nicht runter. So, auf jeden Fall, im Mittelmeer war das dann so. Wir sind da so rumgefahren und wollten angeln und dann... haben wir so einen Heilbutt gefangen und der konnte sprechen. Ne, das war ein verzauberter Heilbutt und ich merke schon, wie glaubwürdig das einfach klingt, aber es ist wirklich so gewesen. Dieser Heilbutt konnte einfach sprechen und wollte uns dann drei Wünsche erfüllen. So, der eine Wunsch war eine besonders große Nudel. Das war direkt der erste Wunsch, ne? Da habe ich direkt gesagt, boah,
Halbut, große Nudel. Ich will eine große Nudel. Das wäre super. So. Hat dann auch direkt funktioniert. Den Wunsch hat er erfüllt. Und davon zehre ich heute noch. Von der großen Nudel. Weil die war wirklich sehr, sehr groß. Ich habe die dann in kleinere Teile gebrochen, die Nudel. Und habe dann auch eine Suppe draus gemacht. Natürlich eine Nudelsuppe, ist ja klar. So, weil Nudelsuppen sind auch sehr gesund, auch wenn man mal krank ist oder so, ne? Auch wenn man krank im Kopf ist, sollte man ganz viel Nudelsuppe essen. Vielleicht ertrinkt man dran und tut der Menschheit einen Gefallen. Ja. Ich sollte langsam mal das Schwert wechseln. So. Ich höre schon wieder hier so einen Schleim irgendwo. Schlorp, schlorp, schlorp. Gut, die anderen beiden Wünsche waren mir dann auch egal. Große Nudel war einfach das Wichtigste. Wollte ich nochmal sagen. Ach ja, und Bitches habe ich mir natürlich gewünscht. Jede Menge Bitches, also jede Menge Weltfrieden. Das war doch Ehrensache. Große Nudel und Bitches. Das ist einfach... Alter! Was ist das denn? Wie kommt denn das Ding durch die Wand geschissen? Boah, diese elenden Biester. Genau, zischt einfach. Zischt ab. Das kannst du gut sagen, wenn Leute in die Lava fallen, kannst du einfach mal sagen, ey, zisch ab. Trifft ja auch nicht die Falschen. Ich wechsle gerade mal das Schwert. Arsen. Alter, willst du mich ver... Mann, ey, so, hier, da, ebenso. Ja, ich weiß, jetzt habe ich die heile Spitzhacke dahin gemacht. Wo ist denn diese Scheißspinne? So, Vorsicht, aua, ist die Mutter der Porzellankiste, aua. Ich hasse Porzellankisten. So, ist hier zumindest erstmal ein bisschen Ruhe. Ich will gar nicht nach unten, ich will ja eigentlich nach oben, verdammt. Ich will auch nicht alle Gänge absuchen, ich will ja eigentlich nur raus. Deswegen lasse ich das jetzt mal liegen. Das können wir alles vielleicht später erforschen, wenn wir lebensmüde genug sind, hier nochmal zurückzukommen. Ich will doch einfach nur an die Oberfläche. Ich glaube, da ist ein Zombie krepiert. Nach oben will ich. Da ist schon wieder so ein scheiß Spin-Spawner. So, laufe ich hier. Ach, scheiße, ich dachte, da ging es nach oben. Na los. So, ach, gucke mal. Guck mal, wer da eingescheißert kommt. Tschüss. Die XP holen wir uns natürlich, aber jetzt erstmal hier irgendwie. Ich weiß, mit diesen kleinen Spinnenspawnern könnte man super. Ach, ach, jetzt geh doch mal hoch, du! Ja, ich Verstopfung. Da kommt die nächste Scheißspinne. So, ganz kurz, warte mal. Kurze, Zwischenmeldung. Wir leben noch. Betonung auf noch, wie es gerade aussieht. Ach man, ich kann hier so nicht tippen mit dem Mikro vor dem, vor der Tastatur. Mein
Alter, ich finde die Tasten hier gerade nicht. Minecraft. So. Zack. So. Stirb, Elende. Du Cretin. So, ne. Ach, 3D-Filme. Haben wir vorhin schon drüber gequatscht. In dieser Aufnahme übrigens auch noch. Vielleicht kämpfe ich mich ja wirklich zu den... Alter! Habt ihr eine Macke? Nein! Sehr schön. Das war eine geplante Explosion. Boah. Alter, und ich habe gerade noch geschrieben, wir leben noch. Noch. Also Betonung auf noch. Ich bin momentan ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir hier dieses Mal entkommen werden. Schnauze, 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 Pauze. Am schlimmsten sind echt diese kleinen Spinnen, die hasse ich ja fast so sehr wie Creeper. Na los, jetzt geh doch hoch, da also. Ach du heilige Scheiße. ja, viele Grüße übrigens an die Hündin von Steenie, die gerade vor dem Rechner sitzt und... Ich weiß nicht, ob sie mittwittert, also die Hündin, Steenie tut das gerade, aber die Hündin wahrscheinlich eher weniger. So. Übrigens, was ich total bekloppt finde, ist das hier. Scheiße. Alter, ich habe gar keine Ahnung mehr, wo wir sind, ne? Wollte ich nur mal sagen, ich habe null Ahnung. So, hier Fackel dran. Auf jeden Fall kommen wir langsam nach oben. Das ist schon mal gut. Huch. Vor Freude mache ich hier gleich mal zwei Fackeln dran, um ein Statement zu setzen. Ich glaube, ich sehe den Sternenhimmel. Ist nicht wahr. Und jetzt hier oben sterben. Das wäre natürlich das Highlight. Lieber nicht, da bleibe ich lieber beim Lowlight. Aber wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und ich habe keine Ahnung, wie wir diese Höhle hier jemals finden sollen. So, mache ich hier meine SOS-Lampe. Und das Morgenrot bricht an. Und wir leben. Wir leben. Wir leben!